Map. Dieser Moment, wenn du irgendwo ein Haar hast und es nicht findest. Hallo ihr Lieben. Und schon wieder neigt sich ein Monat dem Ende. Der März ist auch schon wieder fast vorbei. Und ich muss sagen, dass der März auch wahnsinnig schnell rumging. Heute ist Buchmessewochenende und ja... Ich bin heute nicht auf der Buchmesse, es ist Sonntag, wenn dieses Video online geht und ich bin nur Samstag diesmal dort gewesen. Also ich werde noch dort sein, jetzt wo ich dieses Video drehe, aber wenn das Video online geht, bin ich schon wieder zu Hause und sitze vermutlich gerade am PC und schneide das Messevideo. Ja, aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn es ist der letzte Sonntag im Monat. Und wie immer am letzten Sonntag im Monat bekommt ihr von mir die Neuerscheinungen für den nächsten Monat. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Die ersten vier Bücher, die ich euch zeigen möchte, erscheinen alle am 4. April. Und das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist das erste Buch der neuen Reihe von Jennifer Istep. Und zwar heißt es Karma Girl und die Reihe heißt Big Time. In dieser Reihe geht es um Superhelden und es geht um Carmen. Und Carmen ist Journalistin. Und eines Tages erwischt Carmen ihren Verlobten mit ihrer besten Freundin im Bett. Und es ist so, dass in der Welt, in der das Ganze spielt, es in jeder Stadt quasi einen Superhelden gibt und einen Erzschurken. Und wie sich später herausstellt, ist ihr Verlobter der Superheld der Stadt gewesen und ihre beste Freundin dessen Erzfeindin. Und ausgerechnet die beiden zusammen, naja, das ist ein ziemlicher Schock für Carmen gewesen. Und deswegen bringt sie als Journalistin die Story natürlich in der Zeitung. Und von da an begibt sie sich auf die Suche nach der wahren Identität der Superhelden. Und als sie in die Stadt Big Time kommt, soll sie dort die Identitäten der Fearless Five oder sowas heißen die dort. Genau, Fearless Five soll sie aufdecken, hat dann aber in dem Moment schon wieder gar keinen Gefallen mehr daran gefunden und möchte eigentlich damit aufhören, wird dann aber von den Schurken der Stadt dazu gezwungen, sich da in diese Organisation einzuschleusen und ja, das ist alles gar nicht so einfach für Carmen, sich aus dieser Situation wieder herauszuwinden, denn der Anführer der Fearless Five sieht extrem gut aus. Das ist so, was man so grob vom Klappentext her rauslesen kann und Jennifer Istep und ich, wir haben ja so eine zwiegespaltene Beziehung. Ich finde die ersten Teile von Jennifer Istep ja mal ganz, ganz toll. Ich mag die immer total und ab dem zweiten Band geht es dann immer mit diesen ganzen scheiß Wiederholungen los. Bei der Mythos Academy war das ja extrem. Da waren es ja teilweise 150 Seiten Wiederholung von dem ganzen Buch, wo ich mir denke, warum? Das ist absolut unnötig und das muss nicht sein. Und bei der Spinnenreihe, also bei der Elemental Assassin-Reihe geht's. Da sind so ungefähr die ersten 50, 60 Seiten, die so ein bisschen wiederholt werden. Auch das ist nervig, aber nicht so schlimm wie bei der Mythos. Und ja, bei der Black Blade-Reihe weiß ich nicht, da habe ich bisher nur den ersten Teil gelesen. Die muss ich auch mal noch irgendwie fertig lesen. Und ja, auf jeden Fall, ich mag erste Teile von Jennifer Istep immer total gern, aber dann die Fortsetzungen sind immer so ein Graus. Ja, aber auf jeden Fall freue ich mich auf den ersten Teil von Karma Girl und ja, werde auf jeden Fall mal reinlesen. Das zweite Buch, was ebenfalls am 3. April erscheint, heißt Magonia und ist von M.D. Hadley oder Heedley. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Und ich lese euch auch mal hier ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Ihr wisst, ich kann mir hier mal alles merken. Seit sie klein ist, leidet die 16-jährige Asa oder Asa an einer seltsamen Lungenkrankheit, die ihr ein normales Leben unmöglich macht. Als sie eines Tages ein Schiff hoch in den Wolken erspäht, schiebt sie das Phänomen auf ihre aktuelle Atemnot. Bis jemand auf dem Schiff ihren Namen ruft. Nur ein Mensch glaubt ihr die Geschichte, ihr bester Freund Jason, der immer für sie da war, den sie vielleicht sogar liebt. Aber gerade als sie versucht, sich über die neuen, tiefen Gefühle zu Jason klar zu werden, überstürzen sich die Ereignisse. Asa meint zu ersticken und findet sich plötzlich in Magonia wieder, dem Reich über den Wolken. Dort ist sie das erste Mal in ihrem Leben nicht mehr krank, sondern stark und magisch begabt. In den heraufziehenden Kampf zwischen Magonia und Asas alter Heimat der Erde liegt das Schicksal aller mit einem Mal in ihren Händen. Und ich finde, das klingt nach einer richtig coolen Urban-Fantasy-Geschichte. Ich habe es mir auf jeden Fall mal mit auf den Zettel geschrieben. Ob ich es jetzt gleich lesen werde, ich weiß es nicht. Aber ich fand, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dann ebenfalls am 3. April erscheinen noch zwei Bücher. Und zwar zum einen Paper Prince. Das ist der zweite Teil zu Paper Princess von Aaron Watt. Ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen. Und ja, ich weiß nicht, ne? Lese ich es oder lese ich es nicht. Die eine Hälfte sagt nein, die andere Hälfte sagt ja und ich denke so, was mache ich nun? Niki hat gesagt, ich soll es lesen. Also sie hat gesagt, es war gut, also es war jetzt kein hervorragendes Buch, aber es war jetzt auch kein schlechtes Buch, ihr hat es gefallen. Und ja, und Niki hat mir bisher noch nie ein schlechtes Buch irgendwie empfohlen. Also jedes Buch, was Niki bisher empfohlen hat, war echt gut, hat mir richtig gut gefallen. Deswegen, wenn Niki sagt, das ist eine gute Geschichte, dann glaube ich ihr das auch. Und ich denke mal, ich werde es definitiv noch mitlesen, aber ich vermute mal dann eher, wenn alle drei Teile dann raus sind. Das kann ich jetzt auch noch warten. Also wie gesagt, der zweite Teil von Paper Princess, Paper Prince, erscheint ebenfalls am 3. April.
Und dann am 3. April erscheint noch Scorched. Das ist der zweite Teil zu Fridged von Jennifer L. Armentrout. In diesem Buch geht es um Andrea und Tanner. Die beiden kennt man schon aus Fridged. Das sind die besten Freunde der Protagonisten aus dem ersten Teil. Und ich kann zum Inhalt der Geschichte nicht viel sagen, weil es steht da nicht wirklich was drin. Da steht so da, Andrea und Tanner, dass die eine total verrückte Beziehung haben. Sie mögen sich, sie hassen sich. Das ist so eine Hassliebe, glaube ich, bei den beiden. Und dann kommen die sich doch irgendwie näher. Und Andrea hat was Schlimmes in ihrer Vergangenheit erlebt, wie es natürlich überall so ist. Und dann hat er natürlich auch noch ein Geheimnis. Und ob die beiden am Ende zusammenkommen, das ist es, worum es in Scorched geht. Und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch und freue mich da auch wirklich schon sehr, sehr drauf, weil ich Andrea und Tanner bei Fridged auch sehr, sehr mochte. Also ich mochte die Dynamik zwischen den beiden. Also die haben sich da nichts geschenkt und das fand ich gut. Und ich hoffe, dass das bei Scorched dann auch weiter so geht. Also das ist ein Buch, das kaufe ich mir für jeden Fall und da freue ich mich schon drauf. Ja, ihr wisst, Jennifer Armentrout, ne? Meine Macke. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, erscheint am 7. April Maybe Not von Colleen Hoover. Ich vermute mal, das ist so ein Spin-off zu Maybe Someday. In diesem Buch geht es um Bridget und Bridget zieht in eine WG als Mädchen. Und ob das alles so gut funktioniert mit den Jungs, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und natürlich spielt Liebe da auch noch eine gewisse Rolle. Ich kann jetzt im Inhalt absolut nicht viel sagen. Ich möchte auch den Klappentext nicht vorlesen, denn dieses Buch hat nur 118 Seiten. Also es ist sehr dünn und ich denke, je mehr man liest und je mehr man verrät, umso schlimmer ist es. Deswegen sage ich dazu nichts weiter, nur dass es am 7. April erscheint. Als nächstes habe ich mir den 10. April notiert und zwar erscheint dort Die Braut des Vampirkönigs von Gina Showalter. Ich weiß nicht, ob dieses Buch zu einer Reihe gehört. Ich habe es mir jetzt mal mit aufgeschrieben, was Gina Showalter ist und ich ja die Broken Hearts Reihe von Gina Showalter total toll finde und Alice im Zombieland total toll fand. Und ja, deswegen habe ich mir dieses Buch mal mit aufgeschrieben. Es geht hier in diesem Buch um einen Vampirkönig, der seine Frau verloren hat und auf Rache aus ist. Und eines Tages trifft er auf eine kampferprobte Amazone, war es glaube ich. Genau, und sie heißt die Laia, wie auch immer. Und dann überschlagen sich die Ereignisse und sie finden sich auf einer fremden Insel wieder und müssen auf einmal gegen andere Geschöpfe kämpfen. Und ja, was dann am Ende dabei rauskommt, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Wie gesagt, ich habe es mir einfach mal aufgeschrieben, weil es von Gina Showalter ist, weil ich gerne Fantasy lese und weil ich finde, dass die Frau einen ganz, ganz tollen, witzigen Schreibstil auch hat. Falls einer von euch wisst, ob Die Braut des Vampirkönigs zu einer Reihe gehört, schreibt es mir ja mal hinten in die Kommentare. Dann habe ich mir noch drei Bücher für den 10. April notiert und zwar ist das erste Du erinnerst mich an morgen von Katie Marsh. Das ist so eine Familiengeschichte. Da geht es um verschiedene Familienmitglieder, die ihre Geschichte erzählen und das fügt sich am Ende natürlich wieder zu so einem großen gesamten Bild zusammen. Und ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von solchen Familiengeschichten, aber nachdem ich Morgen kommt ein neuer Himmel gelesen habe, was ja auch so ein bisschen in die Richtung mitging, ist mein Interesse doch da irgendwie geweckt worden. Ich habe mir das Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und hier geht es darum, was in deiner Zukunft beginnt, dich aber deine Vergangenheit in diesem Moment einholt. Eine Tochter, die ihre große Liebe heiraten will und sich nicht von einer schmerzhaften Erinnerung lösen kann. Eine Mutter, die sich nach Versöhnung mit ihrer Familie sehnt und langsam ihre Erinnerung verliert. Die berührende Geschichte von Zoe und Gina erzählt um Verlust, Liebe und zweite Chance. Und ich finde, das klingt wirklich ganz, ganz interessant. Deswegen habe ich es einfach mal mit dazu genommen. Und wenn einem von euch sowas interessiert, Du erinnerst mich an morgen, 10.4. Katie Marsh. Als nächstes habe ich mir dann noch mit aufgeschrieben, Ich bin dann mal verliebt von Lauren Lehan. Wie gesagt, erscheint auch am 10. April. Und in diesem Buch geht es um eine Hochzeitsplanerin, deren Bräutigam am Hochzeitstag verhaftet wird vom Traualtar. Das hinterlässt natürlich seine Spuren und so stürzt Brooke sich in die Arbeit und tut weiter Hochzeiten planen. Und die nächste Hochzeit, die sie planen soll, ist auch eine Herausforderung, denn der Bruder der Braut macht ihr das Leben ganz schön schwer. Und was in diesem Buch alles noch passiert, das ist das, was wir herausfinden müssen. Und ich finde, das klingt nach einer schönen Liebesgeschichte so für zwischendurch, deswegen habe ich es mir auf jeden Fall auch mal mit aufgeschrieben. Und ja, ich mag ja solche witzigen Liebesgeschichten und ich bin da momentan echt so ein Fan von. Ja, also wie gesagt, Ich bin da mal verliebt von Laura Lane, 10.4. Und das letzte Buch vom 10.4. ist Manche Tage muss man zuckern von Tamara Mataya. Ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht, ihr wisst, ich und mein Englisch. Und hier geht es um ein Datingbuch. Ich lese euch hier mal vor, worum es geht. Dauersingle Sarah hat die fixe Idee, dass die große Liebe auf der Internetseite Missed Connections auf sie wartet. Die Plattform richtet sich an all diejenigen, die ihren Traumpartner schon auf den Straßen von New York gesehen haben, aber nicht mutig genug waren, ihn anzusprechen. Doch Sarahs Mr. Right hat sie wohl noch nicht entdeckt. Und so fängt sie eine Affäre mit Jack an, dem attraktiven Bruder ihres Mitbewohners. Er schafft es, ein wenig unverbindlichen Spaß in ihr Leben zu bringen. Doch dann taucht ein anonymer Verehrer auf Missed Connections auf.
Und ich finde, das klingt auch wieder nach einer schönen Liebesgeschichte. Und ja, wie gesagt, ich mag sowas ja total gerne. Und deswegen habe ich mir das auf jeden Fall auch mal mit aufgeschrieben. Und es tut mir leid, dass ich immer auf mein Handy gucke, aber ich muss hier immer durchblättern zu den ganzen Büchern. Ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe doch noch ein Buch vom 10.04. Und zwar heißt das Selkie von Antonia Neumeier. Und hier geht es um Kate. Und Kate lebt auf einer kleinen Insel, die heißt Orkney Archipel. Und dort begegnet sie drei Fremden. Und die fremden Männer sind gekommen, um ihrem älteren Bruder Gabe mitzunehmen. Sie weiß nicht wieso, weshalb, warum und was da los ist und schleicht den ganzen hinterher. Und findet sich auf einem kleinen Boot wieder. Und auf diesem Boot begegnet sie Ian. Und dann überschlagen sich die Ereignisse und sie springt mit Ian ins Meer. Und dann steht sie nur noch mitten hinein in ein Abenteuer, das alles, was sie bisher über ihre Familie und ihre Inselwelt wusste, ins Wanken bringt. Es klingt nach einer netten Urban-Fantasy-Geschichte. Es ist, wie gesagt, vom Klappentext verrät das jetzt leider nicht ganz so viel. Aber ich dachte mir, ich nehme es einfach mal mit rein, weil es so im Ansatz ganz interessant klang. Ich habe es mal mit aufgeschrieben. Punkt. Dann erscheint am 24.04. ein Buch, auf das ich mich auch schon wieder sehr, sehr freue, was ich mir auf jeden Fall kaufen werde. Und zwar Der letzte erste Blick von Bianca Iosivoni. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Endlich frei. Emery Lance kann es nicht erwarten, ihr Studium in West Virginia zu beginnen. Niemand kennt ihre Geschichte. Niemand weiß, was zu Hause geschehen ist. Dafür ist sie auch bereit, in Kauf zu nehmen, dass die Situation im Wohnheim alles andere als ideal ist. Nicht nur treibt ihr Mitbewohner sie regelmäßig in den Wahnsinn, sein bester Freund Dylan Westbrook bringt ihr Herz mit einem einzigen Blick zum Rasen. Dylan ist genau die Art von Typ, von der Em sich unbedingt fernhalten sollte. Er sieht zu gut aus und ist viel zu nett. Von den Streichen, die er Emery bei jeder sich bietenden Gelegenheit spielt, mal abgesehen. Mit der Zeit kommen die beiden sich immer näher, doch Emery ahnt nicht, dass Dylan etwas vor ihr verbirgt. Etwas, das ihre Welt erneut auf den Kopf stellen könnte. Ach ja, und ich finde, das klingt ganz, ganz toll. Ihr wisst, College-Geschichten und ich, ne? Wir mögen uns. Und ja, und das ist Bianca Iosivoni. Ich mag Bianca Iosivoni. Ich finde, ihr schreibt sie ganz, ganz toll. Und es ist der erste Teil einer Reihe und da habe ich mich noch mehr drüber gefreut. Das ist der erste Teil der Firsts-Reihe, heißt sie, glaube ich. Und das heißt, es wird dann noch weitere Teile geben. Yay, ich freue mich. Und ich finde, das klingt auch ganz, ganz interessant. Und wie gesagt, Bianca Iosivoni hat einen ganz, ganz tollen Schreibstil. Und ich mag ihre Bücher auf jeden Fall sehr, sehr gern lesen. Und deswegen freue ich mich am 24.04. schon, wenn mein letzter erster Blick erscheint. Damit wären wir bei den letzten beiden Büchern. Das eine erscheint am 27. April und ist Das Juwel, der schwarze Schlüssel von Amy Ewing. Das ist der letzte Teil von der Juwelreihe und den werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich möchte den auch wieder mit Kathi und Ronja zusammenlesen. Hallo, falls ihr das seht. Ich freue mich schon. Und ja, dass wir diese Reihe dann beenden. Wir haben die ersten beiden Teile auch schon zusammen gelesen und es hat wunderbar funktioniert. Und ich bin auf den letzten Teil schon sehr, sehr gespannt. Ich weiß noch, dass das Ende vom zweiten Teil schon so einen fiesen Cliffhanger hatte und dass da einiges auch über die Welt noch rausgekommen ist, in der das Ganze spielt. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt am Ende ausgeht. Ich fand ja die Welt im Großen und Ganzen von dieser ganzen Gesellschaftsstruktur her ziemlich krank. Also das war also für meine Geschmäcker schon ein bisschen zu viel hier oben. Trotzdem, ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Zum Inhalt sage ich jetzt hier an dieser Stelle einfach mal nichts, weil es der letzte Teil dieser Trilogie ist und ich mich selber auch nicht spoilern möchte vom Klappentext her. Und ja, ich freue mich, dass dieses Buch jetzt erscheint. Damit wären wir jetzt auch schon beim letzten Buch für dieses Video und zwar heißt das Königreich der Wälder und ist von Erin Summerhill, erscheint am 28.04. und ich habe schon wieder irgendwann Haar. Überall immer Haare. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Im Wald kennt Tessa sich aus. Er ist ihr Zuhause. Im Dorf jedoch wird sie nur geduldet. Obwohl ihr Vater Saul, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, der Kopfgeldjäger des Königs ist. Denn ihre Mutter beherrscht Magie und die ist in Malam verboten. Als Saul getötet wird, hat die junge Fährtenleserin nur eine Chance auf ein sicheres Leben. Sie muss im Auftrag des Königs den angeblichen Mörder jagen, Cohn, der Gehilfe ihres Vaters. Der Junge, den sie heimlich liebt. Tessas besondere Gabe sagt ihr, dass Cohn schuldig ist, aber ihr Herz spricht eine andere Sprache. Ach, das klingt nach einer Mädchen-Jugend-Fantasy-Geschichte und das ist doch voll mein Ding. Und ja, Königreich der Welt, wie gesagt, erscheint am 28. April und ich finde auch das Cover echt cool. Und ja, ich werde es mir auf jeden Fall mal mit angucken und ja, mal gucken, ob ich es irgendwie demnächst dann gleich mal mitlese. Ich finde auf jeden Fall, dass es sehr, sehr interessant klingt und ja,
Wenn es euch interessiert, schaut es euch auf jeden Fall mal mit an. Das waren die Neuerscheinungen vom April. Es waren wieder einige. Ich habe auch etwas schnell gesprochen. Es tut mir leid, aber ihr wisst, ich muss da so etwas durchrasen, weil sonst wird das Video einfach viel zu lang. Und das möchte ich nicht. Und ja, wenn euch eins von diesen Büchern interessiert oder ihr eins von diesen Büchern vielleicht sogar schon kennt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.